Heute Herrgott sein und wär's auch nur für einen Tag. Na, ich richte alles anders ein. Für jeden so, wie er's gerade mag. So denken die Leute, wenn ihnen etwas in die Quere kommt. Aber da denken sie ganz anders, wenn's Glück einmal daherkommt. Da wollen sie nicht der Herrgott sein. Sie freuen sich ihres Menschen Glücks und haben den einen Wunsch allein, dass alles so bleibt, wie es ist, sonst nichts. Dass ich mich ein bisschen abgelöst habe. Da ist das selbstverständlich. 24 Stunden Dienst machen, Sie sind doch auch ein Mensch. Es war recht ungeschickt von mir, dass ich den Kraft beurlaubt habe, aber er ist mir so dauernd in den Ohren gelegen. Und mit den Grasl, da ist überhaupt nichts zu machen. Ja, ich war schon 3 Tage nicht in meinem Garten. Jetzt, wo die meiste Arbeit wäre. Also, Schankner, ich habe Ihnen das alles in Ordnung übergeben. Ja? Jawohl. Danke sehr, Herr Direktor. Du, ihr seid die junge Garde, nicht wahr? Ihr seid doch der Nachwuchs. Und darum müsst gerade ihr immer wie aus dem Schachtel sein. Denn der Gast will einen erfreulichen Anblick haben. Nicht wahr? Aber nicht, dass er. Dreh dich einmal um, du Absitz. In Ordnung. Gut, gut. Der ist ja ganz. Der ist ja schief. Hallo. Bis zum Schuster, der ist ganz verharrt. Schau nicht, weil der sagt, ja, schief, dann ist er schief. Zum Hotelschuster, gleich reparieren. Schlampereien will man nicht einreißen lassen. Jung gewohnt, alt getan. Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Danke schön. Geh, holt mir die Schuhe vom Schuster. Du mit dir sollst schon wieder da sein. Wolf! Hallo, Schwantner. Sie können doch den Pagen von der Tür nicht wegschicken. Ja, warum kann ich nicht? Ich glaube, Pagen haben wir doch genug, ne? Rudi, komm her. Stell dich da weit zu der Drehtür. Ja. Der oberste Knopf ist auch wieder offen. Ja, ich weiß es. Warum? Weil das meine persönliche Note ist. Gehören dazu auch vertretene Absätze? Ja, wenn Sie so viel herumlaufen müssten, hätten Sie wahrscheinlich auch verhatschte Absätze. Ich habe Ihnen doch gestern gesagt, Sie sollen ein anderes Paar Schuhe anziehen. Das sind ja schon die anderen. Und noch andere habe ich nicht. Und dann habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen sich Ihre Hosen bügeln lassen. Das ist ganz wurscht, wie die Hosen ausschaut. Die Hauptsache ist, was für ein Herz drinnen schlagt. Na, und dann habe ich und Ihnen gesagt, dann habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen nicht ununterbrochen mit mir herumnörgeln. Ich bin kein Barsche, nicht wahr? Schon glaube ich. Bitte, Herr Seifert, es ist nicht mehr aus. Ja, was haben Sie denn schon wieder? Was dieser Falken ertreibt, der überschreitet seine Kompetenz. Immer mehr da an mir herum, aber warum denn? Ich habe schon in diesem Hotel 15 Portiers erlebt. Wenn wir sehen, ich bin in dieser 35-jährigen Tätigkeit noch nicht ausgewechselt worden. Das wird vielleicht seinen Grund haben. Ja, ich weiß ja, dass Sie ein guter Lohndiener sind. Ich bin kein Lohndiener, bitte, ich bin ein Kommissionär. Naja, das kommt doch schließlich auf eins raus. Ich komme nicht auf eins heraus, weil ich für die individuelle Bedienung der Gäste da bin. Und Sie wissen ganz gut, Herr Seifert, dass ich schon längst ein Portier sein müsste. Ja, ich weiß, aber dazu gehören doch gewisse Kenntnisse. Die habe ich ja, mein Gott, die habe ich. Ich studiere die ganze Zeit drauf. Bitte, ich spreche 5 Sprachen. No, vorrei un appartamento al primo piano. Ecco la mancia, grazie tante le molto gentile. Bitte, ich spreche Ungarisch. Kerem sepe porta sur, hosso a beron de netz. Ich man et, kisch, voro varo. Kasseram sepe, mego schakos uram, kisch schakos uram. Klof ur, baro ur, sonja. Je parle aussi français, bitte. Ich spreche sogar ein bisschen Japanisch. Nichi, nichi, chibum. Professor Freiburg, tragen Sie es gleich hinauf. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen denn ein? Ist das Telegramm da für Sie? Ja, wie können Sie sich denn unterstehen, dass...
Es ist doch ausgemacht. Was heißt da ausgemacht? Es ist ausgemacht zwischen mir und dem Professor, nicht wahr, zu Freiburg, dass ich die Telegramme durchlese, denn wenn etwas Unangenehmes ist, so muss ich doch seine Nerven schonen, muss ich ihm das ganz zitzerlweise beibringen, oder kleinweise. Wenn es jetzt was Schlechtes ist, kriegt das überhaupt nicht, schmeiß es weg. Das ist doch unglaublich. Was ist blöd? Das ist eine Hiobsbotschaft, direkt für den Mann. Das ist eine Hiobsbotschaft. Die Elvira kommt. Was denn für eine Elvira? Die Elvira del Pasto. Tänzerin war sie so. Ein fescher Kerl. Ja, da waren sie noch nicht da. Da hat sie den reichen Menschen kennengelernt, der Edelsteinhändler, so ein Grubenbesitzer aus Mokambik. Und ist sie mit ihm fort, dann wieder sie Witwe geworden, sie wieder zurückgekommen und hat sie von Freiburg miniatieren lassen. Was hat sie? Miniatieren hat sie lassen. Ein Porträt hat er von ihr gemacht. Und da hat er, glaube ich, mit ihr als Spusi angefangen. Und jetzt kommt sie. Also am liebsten möchte ich ihr absagen. Na, hören Sie mal, warum denn? Ja, weil sie doch den Professor vielleicht verschleppen kann, nicht? Nach Afrika. Sie mischen sich schon wieder in Dinge, die Sie nichts angehen. Geht mich ja was an, nicht wahr? Wenn man verlieren, die Interessen des Geschäftes erfordern doch das, nicht wahr? Dass man sich um sowas... So müsste nämlich ein richtiger Portier denken. Nicht wahr? Ich sage müsste. Müsste, Herr Falkner. Jeder tut es aber nicht. Moment, ja, schauen Sie einander nach. Ja. Haben Sie gar nichts zu tun? Jetzt geben Sie mir die Zeitung für den Professor. Hat er sich heute schon selber geholt? Was selber? Das sind so Eigenmächtigkeiten. Das ist jetzt das Neueste. Was ist Ihnen denn übers Label gelaufen? Schauen Sie mal an. Die Elvira del Pasto ist im Anrollen. Na, warum ist Ihnen das so zwider? Na, schauen Sie, weil sie an unseren Lebensbaden nagt. Wieso? Das verstehe ich nicht. Schauen Sie, wenn uns der Professor von dieser Elvira wegschnappt wird, verlieren wir doch erstens unseren besten Dauergast und zweitens diese ungezählten Damen, die sich teils von ihm porträtieren lassen wollen und die ihn teils umschwärmen. Aber gehen Sie, möchten um sowas gar nicht kümmern. Schauen Sie, nicht wahr? Weil sie kein Pflichtgefühl haben, nicht wahr? Kein Verantwortungsgefühl. Aber ich, nicht wahr? Bin eben ein Tatenmensch. Weißt du, was ich mache? Ich spanne mit der Corella zusammen. Mit wem? Mit der Pianistin, die neben ihm das Appartement hat. Sehen Sie, wenn die zusammenkommen oder wenn sie heiraten, bleiben sie im Hotel erhalten. Und so habe ich auf einmal mit einem Schlag zwei Fliegen zusammengetippt. Ja, will er sie denn? Die Hauptsache ist, dass ich muss das machen. Ich muss das machen im Interesse des Hotels. Den Professor wollen sie verheiraten. Aber für sich selber haben sie noch keine Frau gefunden. Brauche keine. Ich bleibe allein. Aber wenn einmal die Richtige kommen möchte. Eine mit einem kleinen Häuserl, mit einem Sparkassenbücher und vielleicht mit einem gutgehenden Zeitungsstand. Nein, liebe Walli. Schauen Sie, ich bin nicht der Mensch, der sich durch Frauen fördern lässt. Das mache ich nicht. Muss alles durch eigene Kraft werden. Eines Tages will ich doch noch einmal Portier sein. Wo ist denn das sowas Großes? Was? Ein Portier? Du siehst mir, dass ich... Soll ich mir vorstellen, ein Portier in so einem Grand Hotel, so wie das Europa, das ist ja der liebe Herrgott selber. Die Macht. Wenn Sie denken, die Macht, die man da hat, wie man in die Menschenschicksale so überall eingreifen kann und herumschaffen, in allen Sprachen. Na gut, ich kann schon bei. Sie holt mich immer auf mit dieser Trotscherei. Und da herinnen bin ich immer besonders gern. Scheiße, alles atmet Kultur. Das ist auch mein Geschmack. Im Hotel wohnen, aber individuell eingerichtet. Dazu das schöne Klavierspiel von der Frau Corelli. Finden Sie es schön? Oh, ja, ist ja herrlich. Sie spielt das so. Ja, mir geht's auf die Nerven. Na, Herr Professor, und sie hat doch so ein seelenvolles Spiel, finde ich. Und die verehrt sie ja riesig, die junge Dame. Und sie sagt, ihr Schritt ist so elastisch und so jung schauen sie aus. Lassen Sie mich in Ruhe.
Was glauben bitte für wie alt sie heute? Sie sagt, der Professor, der kann höchstens 35 sein. Nicht mehr. Der möchte sich so gerne einmal von Ihnen malen lassen. Ich glaube, sie wäre ein sehr guter Vorwurf. Ich meine, ein Modell. Ich kenne sie ja gar nicht. Herr Professor, kennen Sie gerade? Und die wohnt schon 2 Monate in dem Ort. Na, sie ist wohl das Schönste, was unser Hotel momentan an Weiblichkeit birgt. Ich meine, also, wie es beherbergt. Bitte, wann dürfte denn die junge Dame kommen? Vor 3 Wochen habe ich überhaupt keine Zeit. Na, so lange kann ich nicht. Ich meine, so hat auch. Sie. Und eine kleine Skizze? Eine kleine Skizze könnten vielleicht der Professor schon früher machen. Nein. Lassen Sie mich doch endlich arbeiten, ja? Bitte, ich will nicht stören. Weshalb sind Sie denn überhaupt gekommen? Ich hätte die Schuhe habe ich gebracht. Danke. Sonst noch was? Sonst ist nichts. Sonst ist nichts geglaubt. Oder war was? Jetzt wird mir schon ein. Ja, bitte. Die Dings kommt an. Die Elvira. Die Senora Elvira kommt an. Sie hat telegrafiert. Was? Ihnen? Nein, Herrn Professor. Aber ich habe mir gestattet, weil der Herr Professor gesagt hat. Ich habe mir gedacht, es ist noch was Ärgeres. Bitte. Die wird uns wieder das Leben sauer machen. Die Elvira. Wie reden Sie denn von der Dame? Nein, aber mit diesen ewigen Krachschlagen und mit dieser Eifersicht allein, kann ich sagen, ich wäre schon froh, wenn wir dieses Kapitel erledigt hätten. Also Karl, jetzt werden Sie mir schon zu frech. Jetzt schauen Sie, dass Sie abfahren. Bitte, ich hab nur gut gemeint. Ich habe es nur gut gemeint. Bitte. Wenn man sich nur anschaut, diese Augen, diese zusammenzwicken, also, mir wird recht Angst am Bauch. Und die springt einem durch. Direkt mitten ins Gesicht. Ähnlich, nicht wahr? Dabei ist es noch gar nicht fertig. Ich mache es halt, wenn es fertig ist. Legen Sie es hinein in die Lade, legen Sie es wieder zurück und schreiben Sie, Sie sind krank. 2 Jahre haben Sie Ruhe gehabt. Schauen Sie, warum sollen Sie sich wiederum vom Frischen aufregen? Ich brauche Ihre Ratschläge nicht. Verschwinden Sie. Bitte. Glücklich werden Sie mit dieser Frau nie werden. Nie. Denn Sie brauchen etwas Zartes, etwas Blumiges, zumindest Blumenhaftes. Aber nie so einen schwarzen Romanoster. Was ist denn? Lassen Sie mir den Kaktus stehen. Ich soll dir nämlich eine kleine Überraschung übergeben. Von wem denn? Namen darf ich nicht nennen. Er wohnt nebenan. Professor Freiburg? Ja, ich darf keinen Namen nennen. Aber er möchte sich so gerne malen. Und aus Dankbarkeit dafür, weil sie so schön Klavier spielen. Denn Musik bedeutet für ihn alles, sagt er. Also, Hans hinein. Und ich habe immer gedacht, er bemerkt mich gar nicht. Und Opa sie bemerkt. Und der hat ja erst vorhin gesagt, sagt die Frau Corelli, das ist die Krone. Na, so direkt wird er das nicht gesagt haben. Ja, nicht direkt, aber versteckt. Ich weiß gar nicht, ob ich das annehmen kann. Annehmen kann man immer. Schauen Sie, ich lehne nie ab.
Nein, so ist das nicht gemeint. Aber danke. Ach, bitte, ich werde hier vielleicht, falls Post für mich kommt, dann... Wie bitte? Verzeihung. Zimmer 43, bitte. Guten Tag. Suchen Sie jemanden, bitte? Nein. Herr Portier, ach bitte, ich wollte nur... Ja? Ich möchte Sie bitten, falls Post für mich kommen sollte, würden Sie... Bitte sehr, wohnen gnädigste hier, nicht wahr? Nein, noch nicht, aber später vielleicht einmal. Ist aber nicht natürlich, wenn Sie nicht hier wohnen, so kann man... Bitte, Herr Portier. Nein, bitte, das ist... Danke. Und für wem soll sie denn abgegeben werden? Ja, hier. Eine Künstlerin? In 4-5 Tagen komme ich noch mal nach. Bitte. Und wenn ich nicht anwesend sein sollte, bitte nur noch mir zu fragen. Mein Name ist Gschwandner, Karl Gschwandner. Ja. Bitte. Danke. So, Adonke, 426, du weißt ja, nicht? Sagt sie zu mir, Herr Portier. Ich hab sofort sehe ich das, wenn sie, dass es eine Dame ist. Was Sie sich unter einer Dame vorstellen. Sie haben aber ein loses Mundwerk. Das kann ich schon sagen. Das ist eine Künstlerin. Die ist vielleicht ein kommender Stern am Theaterhimmel. Bitte, schauen Sie mal an. Sehen Sie gleich, mit was für einer Grazie Sie den Brief in das Postkastel hinein. Was hat denn die? Was haben Sie denn? Ist es Ihnen nicht gut? Ach, danke, nein. Wirklich, es ist nichts. Das. Ober, kommen Sie. Warten Sie 4 Sekunden rein, ja? Können Sie mal ein bisschen niedersetzen? So. Hoppla. Na, kommen Sie. Setzen Sie ein bisschen nieder jetzt. Und dann ruhen Sie noch aus. So, mein Gott, das ist immer nicht schnell. Passiger. So ist das nicht rausgefallen. Ja, schon gut gemacht, oder? So. Na? Haben Sie vielleicht einen Hunger? Nein. Naja, genieren Sie noch nicht. Sagen Sie es nur. Hm? Naja, ich habe heute wirklich noch nichts gefrühstückt. Na, seht's. Wer weiß, wie lange Sie schon nichts rechts im Morgen haben. Franz. Moment. Ich hab immer etwas für die Kunst übrig gehabt. Ein Stickel, zwei Stickel. Drei, bitte. Nehmen wir vier. So. Ah, ja. Wo treten Sie denn auf? Ach, nirgends. Man lässt mich ja nicht aufkommen. Na ja, da geht's ja noch so wie mir. Mich lässt man ja auch nicht aufkommen. Wenn Sie das sagen, was mir wird, nichts. Und ich bin es. Nullen. Bei mir sind das Nullitäten. Wieder gar nichts. Sie, Franz. Ja, Fräulein Walli. Sagen Sie, was war denn mit dem Karl und dem Fräulein in der Bar? Ich weiß ich doch nicht. Was Sie immer mit dem Karl haben. Kariert umgedreht haben Sie ja vorher. Wo wohnen Sie denn eigentlich? Nirgends im Moment. Haben meine Wohnung nicht mehr zahlen können und haben mir meine Wirtin rausgeschmissen. Meine Sachen hat sie auch alle behalten. Das darf sie nicht. Hat sie keine Berechtigung. Oder sie trinken im. Jetzt haben sie den ganzen Zucker unten. Und so. Tja, ich weiß nicht, wo ich mal anfangen. Sie können doch nicht so auf der Gossen herumzugehen. Was? Haben Sie Herzklopfen? Aber nein. Wer wohnt denn hier? Da wohne ich. Nur was sagen Sie, wie gefällt Ihnen? Cool. Nun, da sind Sie nicht Hotelgast, da sind Sie mein Gast. Es ist zwar ein bisschen hoch, aber dafür ist es luftig. So, ich muss rein. Ja, ist ein bisschen klein, aber draußen ist es wieder größer. Also, und die Aussicht. Das ist eine wunderbare Aussicht. Und da überblicken Sie die ganze Stadt. Bitte. Das ist mein Dachgarten. Kommen Sie, da haben Sie eine schöne Aussicht.
Tut mir ja weh, Schöne. Schön? Schön. Bitte, ist mein Kanal? Mein Hansi? Der Hansi? Der singt ja wunderbar. Schön, Edelruder. Zeig mir noch was jetzt. Ein Freund? Pedro? Jetzt waren sie wahrscheinlich wieder am Dach umeinander. Da haben sie ihn, ja, thanks. Ja. Da haben sie ihn. Nur also, jetzt kennen sie meine ganze Familie. Ich möchte Sie dringend bitten, dass Sie keinerlei Besuch zu mir heraufkommen lassen. Ich habe zu arbeiten, insbesondere keine jungen Damen. Ach, Herr Direktor, wir fürchten bestimmt den Ansturm der Theatertalente. Allerdings, kaum taucht man irgendwo auf und schon ist man von einem Schwarm von Kunstjüngerinnen umgeben. Weiß der Teufel, wer den Mädels das überhaupt haben, dass man da ist? Na, die haben schon ihre Quellen. Ich fahre von einer Stadt zur anderen und überall ist es dasselbe Bild. Ich suche ja tatsächlich junge Kräfte für mein Theater, aber was sich da einem so aufdrängt, entsetzt sich geradezu. Bitte, Herr Generalintendant, bitte. Ja, schön. Dankeschön. Für Ihr Hamburger Theater können Sie natürlich nur etwas Erstklassiges brauchen. Selbstverständlich, aber leider Gottes ist es sehr schwer, das Richtige zu finden. Aber trotz alledem muss ich Sie nochmals bitten. Lassen Sie niemand zu mir herauf. Keine jungen Damen. Jawohl. Na, na, also, Hämmer, Hämmer, Hämmer. Mein Gott. Ich hab schon ein Engagement für Sie. Wissen Sie, wo Sie hinkommen? Wohin? Nach Hamburg, ans Komödientheater. Wie haben Sie denn das gemacht? Ein Bekannter ist angekommen von mir. Der Generalintendant von Hamburg. Nicht wundern, der macht mir das als gefällig. Nein, wirklich? Na, was denn? Was? Schauen Sie, eine Hand wascht die andere. Ich habe mir auch schon manchen Dienst erwiesen. Also kommen Sie jetzt, ich stehe gleich vor. Ja, aber da müsste ich ihm doch irgendwas zeigen. Was? Ich meine, was ich kann, vorsprechen. Selbstverständlich. Das müssen Sie unbedingt. Ja, aber was? Tja, jetzt weiß ich nicht. Gott, ich müsste doch meine Rollen auch noch mal durchgehen. Warum das? Ich habe meine Bücher. Gott, Sie wissen doch, dass meine Zimmerfrau meine Koffer behalten hat. Blöd. Was, was sind denn das für Bücher, welche? Was brauchen Sie dafür? Oh Gott. Die Jungfrau von Orléans, von Schiller, hm? Oder... Vielleicht was von Shakespeare. Besorge, ne? Romeo und Julia, oder? Besorge, das besorge. Ne? Ein Cognac. Ja, bitte. Ist schon recht. Danke sehr. Sagen bitte, hätten jetzt vielleicht Herr Professor ein bisschen Zeit für die Francorelli? Liegen Sie mir doch nicht schon wieder in den Ohren, Karl. Nein, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich sofort ins Künstlerhaus muss und den ganzen Tag nicht nach Hause. Tja, ich habe nur gemeint, pardon. Corelli, jetzt wäre da der Herr Professor. Leider, ich muss jetzt ins Konzert, also ich bin spätabends beschäftigt. Herr Professor, bitte, das trifft sich aber sehr gut. Die Herrschaften haben den gleichen Weg, da könnten vielleicht zusammen ein Taxi nehmen. Erlaubt, dass ich bekannt mache, Herr Professor Freiburg, der weltberühmte Miniaturenmaler. Und das ist Fräulein Corelli hier. Unsere pianistische Koryphäe. Taxi. Darf ich bitte? Herr Direktor Clusius. Telefon, bitte. Entschuldigen Sie bitte, meine Damen, ja? Bitte, bitte Verzeihung, Herr Generalintendant, sind gar nicht verlangt worden. Das habe ich nur so gesagt, damit ich Ihnen das junge Gemüse, meine jungen Damen von Haschaff, denn ist ja nichts dahinter, die kennen ja alle nichts, das sieht man ja auf den ersten Blick. Das haben Sie ja ganz schlau gemacht. Ja, das ist Praxis. Und dann weiß ich ja, Generalintendant, suchen doch etwas Bestimmtes, etwas Erstklassiges. Und da möchte ich mir erlauben, ich hätte ein großes Talent. Was, Sie? Nein, ich habe eine junge Dame. Das ist ja unerhört. Dort lotsen Sie mich fort, nur weil Sie genau dasselbe wollen. Das hätte ich mir nie gestattet, wenn die Dame nicht etwas ganz Exquisites wäre. Also bitte, ich habe jetzt zu arbeiten. Denn sie ist eine Akquisition. Bitte, Generalintendant. Du kannst Mittagessen gehen, Willi. Sonderwagen. Herr General, den dann holen. In den ersten Stock. Jawohl. Erster Stock. Ja. Ist ein glücklicher Zufall. Das wäre die Dame. Wie sagte, erlaubt, dass ich bekannt mache, Fräulein Christine Bassecker. Ja, was ist denn los? Wir sind ja schon im zweiten Stock. Ui, das ist aber... Müssen wir auskommen, der Lift jetzt, der braucht jetzt seinen Auslauf. Muss seinen Auslauf haben, denn es
müssen wir ein bisschen auffahren, denn sonst können wir nicht zurück. Das ist aber sehr unangenehm. Wieso? Umso länger sind Sie doch in lieber Gesellschaft. Das Fräulein ist nämlich gegenwärtig ohne Engagement. Nach Hamburg ginge sie recht gern. Ich pflege nicht, den Lift zu engagieren. Nun bitte, das verlangen wir auch nicht. Aber bitte, Herr Intendant, ich wollte wirklich... Natürlich wollen Sie. Natürlich, das können wir nicht verlangen, dass man in Lift etwas vordeklamiert, aber vielleicht... Nein, ich habe jetzt gar keine Zeit, also bitte lassen Sie mich raus. Das geht jetzt aber nicht, Herr Intendant. Da müssten Sie ja jetzt in 5 Stockwerke zu Fuß hinuntergehen. Das machen wir nicht, das machen wir nicht. Ich bringe Sie schon zu Hause. 1. Stock. Herr Generalintendant, haben sich das Fräulein nicht gar nicht richtig angeschaut? Anschauen kostet ja nichts. Bitte, ne? Was sagen wir, Generalintendant, zu diesem Gesichterl? So ein Gesichterl findet man hier nicht. Alle Tag. Da hat er tatsächlich recht. Er hängt schon. Mir scheint, wir fahren schon wieder vorbei. Nun passen Sie doch auf. Ja, gewiss, Herr Generalintendant. Nicht nur, ich fahre ja nicht das erste Mal mit dem Lift. Wo sind wir denn da? Da sind wir jetzt im Keller. Leider. Ich glaube, Sie machen das mit Absicht. Ich will jetzt hier raus. Nein, das geht ja nicht. Bitte schön. Ich kann Sie doch nicht über... Da stolpern Sie ja über die Kohlenstücke. Das ist ja unmöglich. Bitte nur Ruhe. Ich führe Sie schon zu Haus. Hier sind wir ja eine harte Nuss. Mir ist es ja auch nicht angenehm, dieses ewige Hin- und Herfahren. Ich will das Fräulein. Ich möchte Ihnen auch schon lieber etwas vordeklamieren. Auf Ihrem Zimmer, nicht? Etwas Klassisches. Romeo und Julia. Nämlich die Julia. Wir fahren ja schon wieder vorbei, ich will jetzt raus. Nicht! Na, also jetzt ist es gescheiter. Jetzt haben sie ihn ruiniert. Und das kommt natürlich von dieser Ungeduld. Ja, let's belong good. Willst du warten können? Hört sich ja alles auf. Sie fahren mich da rauf und runter wie verrückt. Ich hätte ihn nicht zu Hause gebracht. Was machen wir denn nun? Jetzt werden wir das Fräulein etwas vordeklamieren. Und das Buch habe ich da, was in Roma, Julia. Dazu habe ich gerade jetzt die Nerven. In dieser Situation. Gar nicht so ungefährlich, was? Reisen kann bald was, ja, schöne Aussichten. Sie sagt, warum? Als Hotelgast sind ja versichert. Ne? So tun Sie doch etwas. Da ist ja ein Knopf, Notsignal. Das bitte nennt, das Notsignal bin ich. Kann sie doch nicht. Na, natürlich, jetzt haben wir es. Bitte, jetzt weinen Sie. Verzeihen Sie, mein Freund. Ja. Aber Sie können ja gar nichts dafür. Das Ganze ist so schrecklich peinlich. Warum denn? Ich bin doch ganz alleine schuld. Taschentuch, hab ich auch. Gestatten Sie, darf ich vielleicht so lange meins zur Verfügung stellen? Bitte. Ja, mach mit mir. Ich heiße Clusius. Angenehm. Also wenn ich bloß wüsste, wie ich das alles wieder gut machen soll. Lassen Sie sich vorher die Julia. Aber nein, das kann ich jetzt überhaupt. Also gut, dann kommen Sie später. Bis gegen 8 Uhr habe ich zu tun, dann will ich Sie mir gern anhören. Danke. Endlich ist der Knopf aufgegangen. Also auf Wiedersehen, mein Fräulein. Hat mich wirklich sehr gefreut. Bitte. Ach so, schön. Ja! Sie hätten aber auch ein bisschen mitarbeiten können. Die ganze Arbeit, wo ich allein war, ich mich nicht so anspreizt. Na, aber er hat mich doch überhaupt nicht angeschaut, im Mann. Das tut er immer, der Helmut. Und er ist ruppig, aber von Herzensbildung. Hamburgerisch. Das ist ja unglaublich. Das ist ja fürchterlich. Ja, was denken Sie denn jetzt? Was kann ich denn überhaupt? Nur Zeit lassen, bitte. Das kann man gar nichts machen, meine Herrschaften. Das war ja mein Defekt. Komm her, Rudi, für die Herrschaften hinauf. Das ist der Kerl, der ist laufen. Ja, da bin ich. So. Haben Sie Kopfe? Ach so, Sie markieren schon die Julia. Ach, Herr Schwandner, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen für das alles danken soll. Naja, ich muss mal halt freikarten, wenn Sie am Burgtheater engagiert sind. Ja. So wie seinerzeit der Herr Keins. Jetzt? Und dann ist schon alles in Ordnung. So, jetzt essen's und trinken's, damit Sie Kraft kriegen für das Studium. Mit? Das ist recht, das gefällt mir. Wenn der Gast zufrieden ist,
Dann bin ich's auch. Sehen Sie, ich habe nämlich meine eigene Einstellung für das Hotelfach. Für manchen anderen ist es ja nur eine große Wohnmaschine, die Geld abwirft. Aber für mich ist es ein Haus voll lebendiger Menschen mit ihrem Schicksal. Und diese Menschen sind mir alle anvertraut. Und ich muss mich um sie kümmern, damit sie es gut haben, damit sie zufrieden sind. Und wie lauter Kinder kommen sie mir vor. Meine Kinder. Und Sie? Sie sind das nicht, das Häkchen. Und fertig sind die mal jetzt an die Arbeit. Und die machen im Magieren in Romeo, wenn sie wollen. Ja, von hier bitte. Oh, Romeo! Warum denn, Romeo? Verleugne deinem Vater deinen Namen. Was ist dein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften. O Romeo, leg deinen Namen ab und für den Namen, der dein Selbst nicht ist, nimm meines ganz. Ganz. Ich nehme dich beim Wort. Nein, liebst du mich, so bin ich. Nein! Das ist ein Josef. Was ist was? Mein Gott, dazu rot, aber mit Salz wird es rausgehen. Mit so. Ja, das ist blöde Dinge. Mist, mein Gott, nein. Ziehst du mal das Kleidl. Ziehst du mal das Kleidl aus. Es ist so dumm, dass der Grasel nicht kommt. Das ist ein unzuverlässiger Patron. Ja, und ich muss fort, sonst verpasse ich den Vorort. Ja, ich muss auch weg in den Hoteldirektorenverband. Guten Abend. Guten Abend. Bravo. Ich glaube, der Grasel lässt uns sitzen. Laufen Sie mal rasch hinüber in den Bayerischen Hof. Sie sollen uns einen Aushilfsportier leihen. Was? Einen Aushilfsportier? Vom Bayerischen Hof? Ja, gehen Sie schon, denn hier im Haus haben wir ja niemanden. Was? Hier haben wir niemanden? Und ich? Was, Sie? Ja, bitte, ich warte schon 35 Jahre auf diesen Augenblick. Aber Karl, Sie können doch nicht Portier sein. Ja, aber warum denn nicht? Ich studiere doch die ganze Zeit auf dieser Stelle. Also probieren können wir es ja mit Ihnen, Direktor. Wer weiß, ob die drüben selber einen Freier haben. Der Spatz in der Hand? Ich bin kein Spatz, nicht wahr? Ich spreche fünf Sprachen. Donne moi un appartement, oh, das will, ja. Bitte, und mit dem Zimmer kenne ich mich aus. Und was die Umgangsformen betrifft, glaube ich, kann ich mit jedem aufnehmen. Mit jedem. Also versuchen Sie es. Ja, Direktor. Heute ist ja ohne dies nichts Besonderes los. Nicht mehr nötig, da kommt er ja, der Graf. Gott sei Dank. Ausgerechnet, jetzt muss er kommen. Dann. Also können Sie sich ruhig etwas mehr Pünktlichkeit angewöhnen. Schon aus Rücksicht auf Ihren Kollegen. Von allen anderen will ich ja gar nicht reden. Aber bitte sehr, Herr Direktor. Ich meine so, wenn ich Ihnen nicht mehr pass, ich hätte ja heute sowieso nicht zu kommen brauchen. Ja, sagen Sie, was heißt denn das? Was das heißt? Dass ich mir von Ihnen nichts gefallen lasse? Wo ich sowieso immer für zwei schaffen muss, nicht? So, ich werde mal was sagen. Sie brauchen überhaupt nicht zu arbeiten. Für uns jedenfalls nicht mehr. Also, Herr Direktor, ich meine, so war das jetzt nicht gemeint. Also, Ihre Frechheiten habe ich satt. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Lieber Gott, noch einmal, man wird ja noch einmal eine Wertschuss sagen dürfen. Yes. Karl. Bitte. Na, machen Sie heute mal den Portier, nicht? Du, bitte. Na ja, lang genug sind Sie ja wirklich schon im Haus, um sich hier so richtig auszukennen. Ja, gewiss, bitte. Mein Grundprinzip nicht mehr, ist, dass der Gast zufrieden ist und dass er sich heimisch fühlt. Ja, bedenken Sie aber, dass da weniger manchmal mehr ist. Und jetzt gehen Sie, ziehen Sie mal rasch. Bitte, ja? Herr Direktor, bitte. Oh Gott, jetzt geht es los. Nicht bin ich. Bitte, Herr Gerichter, bitte. Ah, ja, das Ausschauen ist ganz gut. Ich muss jetzt fort. Vergessen Sie nicht, Sie sind heute hier Alleinherrscher. Jawohl. Also machen Sie Ihre Sache gut. Bisschen, Herr Gerichter. Was sagen Sie? Jetzt was? Also, Herr Quadl, Sie sind... Ja, also jetzt bringen mir keine 10 Risser mehr weg von dem Posten. Ich gratuliere. Danke.
Diablo. Verdammte Sauwirtschaft. Kein Portier, nix, niemand. Ah. Das ist die Elvira del Bastos. Die hätte erst in zwei durchkommen sollen. Komm ich. Buonasera, buonas dias. Sind wir da. Küssen gut, alle miteinander. Schön, dass Sie gekommen sind, aber um zwei Tage zu früh. Wo ist der Professor? Ich muss sofort mit ihm sprechen. Der Professor, der ist gestorben. Aber reden Sie doch keinen Unsinn. Erst vorgestern hat er mir einen Brief geschrieben. Hier, lesen Sie. Professor Freiburg, Hotel Europa. Also der? Ja, der ist oben. Bitte, Senora, wir haben aber nichts frei. Wieso? Was heißt das? Mein Sekretär hat doch bestellt. Sie haben doch bestellt. Ich mache Ihnen einen Krach, dass das Haus zusammenfällt. Dann bist du die längste Zeit bei dir gewesen. Selbstverständlich haben wir etwas reservieren lassen, wir etwas hergerichtet, das Fürstenappartement. Aber es fragt sich eben, ob der Senora damit zufrieden sind. Es ist doch mehr so Altquadrigem im Barock, ob wir da jetzt den Senora hineinpassen mit der Jugend und der Schönheit. Ja. Das ist wirklich, das ist ein Unterschied, wenn man den Professor Freiburg betrachtet. Der Verfall direkt von Tag zu Tag. Und ganz zerneppt. Und wenn Senora, ist ein Glück, dass wir weggefahren sind, sonst müssten wir ihn jetzt pflegen. Aber wenn ich da bin, wird er aufblühen wie eine Orchidee. Ich weiß nicht, ob der nochmal aufblüht. Ich glaube kaum. Okay, schau, Senora, nimm den Koffer. Bitte, ich werde Senora selbst. Wenn es aber den Mann begleiten, ruhig. Schön, Senora. Und wenn Senora irgendeinen Wunsch hat, bitte sich persönlich an mich zu wenden, steht zu Dienst. Wo wollen Sie mit meinem Pelz hin? Zum Hotelkirchner. Muss man ihm läutern. Was? Muss ich mir sagen, läutern, man muss ihm ja aufbilden. Muss das sein? Er hat ja keinen Glanz. Das ist ja ganz stumpf. Da kriegt ja einen Hochglanz durch das Läutern. Ich hab schon was für Sie. Nimm mal her, in dem Pelz werden Sie ausschauen wie eine Fürstin. Ja, wo haben Sie denn den Pelz her? Ist eine Kleinigkeit, das Leihweise. Ja, aber ich hab doch nichts drunter. Ist ja gar nicht notwendig, die Mona Wanner hat ja auch nichts drunter angehabt und ist trotzdem berühmt worden. Natürlich, aussehen dürfen Sie nicht. Sie müssen nicht aussehen. Ich komm, gell? So, lieber Freund, hier sind 10 Mark. Zahlen Sie den Wagen, der Rest gehört Ihnen. Danke, höflichst. Küsst die Hand, Herr Baron. Meine Ergebenheit, Herr Graf. Freundliches Völkchen. Ah. Bitte? Endlich ein Hotelportier von Format. Ja, ja, lieber Freund. Ich bin Menschenkenner. Das gehört zu meinem Beruf. Kommt daher einen sehr schwierigen Beruf, einen komplizierten. Ein Charakterologe und Chiromant, Professor Dr. Jacques Clerc, Mitglied der Akademie aller Wissenschaften. Charakterologe, das ist aber schwer auszusprechen. Da muss man sich direkt einen Kopf in der Zunge machen. Was ist das überhaupt für eine Wissenschaft? Ich deute den Charakter und das Schicksal des Menschen aus den Augen, aus der Sprache, aus der Linie in der Hand. Darf ich mal um Ihre Bitten? Bitte, nicht negrig. Besser. Sie sind seit 30 Jahren Hotelportier, nicht wahr? Ja, nicht ganz, aber ich könnte es sein. Sie sind sehr empfänglich für kleine Ehrengaben, stimmt's? Herr Professor, bemerken alles. Danke. Ja, mein Beruf. Ich bin Experte der Kriminalpolizei. Ah. Immer hinter großen Fällen her. Detektiv mit deinen... Was? Ich möchte nicht gern aus der Schule plaudern, aber Sie besitzen mein volles Vertrauen. Es ist durchaus möglich, dass ich Sie auch noch brauche hier im Hotel. Und jetzt geben Sie mir ein schönes, ruhiges Zimmer, ja? Noch heute Abend will ich die erste Sitzung haben. Am Abend? Da ist doch nicht das rechte Licht zum Malen. Mich malt der Professor auch im Finstern. Hauptsache, dass ich genauso aussehe wie damals. Dasselbe Kleid, dieselbe Frisur, alles dasselbe. Fernandes? Senora, Befehl? Bitte bringen Sie mir das Collier, das Rubin-Collier. Das hat sein Künstlerauge so entzückt. Die blutroten Steine auf meiner weißen Haut. Diese Senora? Ja. Nein, lassen Sie das. Das lege ich erst oben im Atelier um. Bei ihm. Erstaunen jetzt, Herr Professor. Ja. Wie Sie weggegangen sind, war ich noch der Karl. Mittlerweile bin ich
der Herr Gschwandner. Portier? Da gratuliere ich gar nicht. Der Professor noch immer in der Korn. Die Signora ist auch schon da. Was? Die Signora. Da gewesen. Sie ist da gewesen, aber jetzt ist sie wieder fort. Wer weiß, wann sie kommt und ob sie kommt. Ich weiß nicht. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Herr Professor, eine zu temperamentvolle Frau ist unter Umständen sehr gefährlich. So? Ja, Herr Professor, brauchen eine Taube. Was, eine Schwerhörige? Nein, ich meine, ein Täubchen. So etwas Zartes, so. Etwas Anschmiegsames, etwas Sanftes, wie zum Beispiel Christian Ferencurelli. Und so spielt der Zufall oft eine Rolle. Zwei Künstler. Zwei Künstler natürlich. Bitte, Florian. Die Herrschaften hinauf, bitte. Die Herrschaften fahren gleich hinauf. In den siebten Himmel. Der Mensch ist so väterlich mit uns beiden. Ich weiß gar nicht, was er will. Ich auch nicht. Der hat heute seinen großen Tag. Gehen Sie heute noch aus? Nein. Also dann. Gute Nacht, Herr Professor. Gute Nacht. Was ist denn das? Was soll das bedeuten? Das kann doch nur dieser Karl veranlasst haben. Dem werde ich es aber geben. Einen Moment. Hallo? 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 Meldet sich niemand. Schauen Sie sich das an. Bestellt? Aber nein! Und die offene Tür? Das sieht ja gerade so aus, als ob man uns zwei zu einem Plauderstündchen einladen wollte. Wer ist Mann? Ja, das weiß ich leider nicht. Wollen wir diese geheimnisvolle Einladung nicht annehmen? Die Marke ist nicht schlecht. Und schließlich wohnen wir lange genug Tür an Tür, um ein Gläschen miteinander trinken zu können. Drei Worte, Romeo, dann gute Nacht. Wenn deine Liebe tugendsam gesinnt Vermählung wünscht, dann lass mich morgen wissen durch jemand, den ich zu dir senden will, wo du und wann die Trauung willst vollziehen. Dann leg ich dir mein ganzes Glück zu Füßen und folge durch die Welt dir als Gebieter. Danke, das genügt. War es nicht gut? Zu gut. Ich habe ganze Schrift ist jetzt. Ich muss Sie dringend bitten, mich mit derartig fragwürdigen Damenbekanntschaften zu verschonen. Gott, was ist denn passiert? Ach, was tun Sie doch nicht so unschuldig? Sie haben mir dieses Rüchten ja selbst aufgedrängt. Diese Dame im Pelz. Bitte, Fümers, machen Sie doch nicht so ein Aufsehen. Wenn Sie eine Beschwerde vorzubringen haben, so, jetzt sagen Sie mir es doch dringend, nicht? Wo bin ich? Du vertrittst nicht. Bitte schön. Von die ganze Sache heute erzählt. Es ist ja so eine harmlose Angelegenheit. Sie hat gerade die Julia. Ah, da sind Sie ja. Sie sind mir so plötzlich davongelaufen. Oh,
Och, Sie haben sich Ihr Urteil über mich ja schon gebildet. Ich habe ein ganz falsches. Das möchte ich jetzt richtigstellen. Darf ich? Ich muss Sie also sehr um Entschuldigung bitten. Unser gemeinsamer Freund hat mir schon viel von Ihrem Schicksal erzählt, aber Sie müssen jetzt genaueres berichten. Sie kleiner, verlorener Spatz. Aus welchem Nest sind Sie denn gefallen? Doch, das ist eine lange Geschichte. Es war einmal ein kleines Mädchen. Ich möchte ein Zimmer, bitte. Ja, bitte. Und Sie das Gepäck? Hier. Sie verlieren ja die Hosen. Sie verlieren doch die Hosen. Wie schauen Sie ja da aus? Ich bin knall und fall weg von zu Hause. Ein Familienzwist. Ich lasse mich scheiden. Das interessiert mich nicht. Wissen Sie, was meine Frau zu mir gesagt hat? Ich sei noch nicht trocken hinter den Ohren. Dabei bin ich Diplomkaufmann. Wenn Sie ein Zimmer haben wollen, müssen Sie im Voraus bezahlen, natürlich. Ach so, ja. Ja, hier. Bitte. Zahnbürste brauche ich nicht. Bitte wieder nehmen. So, verzeihen. Ach so, Unsinn. Was geben Sie denn da? Wer Sie können ja da. Was glauben Sie, das kann ich stecken zu sein? So, danke. Ist in Ordnung. Das habe ich nötig gehabt. Ich bin doch kein Trottel. Ich lasse mich scheiden. Na ja. Erzählen Sie das Ihrer Frau. Ja, ja? Das tue ich auch. Ja. Wo ist hier das Telefon? Nebenan ist die Zelle. Gummizelle wäre richtiger. Hallo? Ja, ich bin's. Ludwig. Nein, nicht dein Schatz. Es hat sich ausgeschatzelt. Morgen gehe ich zu meinem Anwalt. Wenn Post kommt, ich wohne im Hotel Europa. Und es tut dir gar nicht leid, dass du so einfach weggelaufen bist? Du, da siehst Böswilliges verlassen. Ich verbitte mir diesen ironischen Ton. Dir wird der Humor noch vergehen. Hallo? 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 Ja, hallo? Puzzilli. Ja, ich bin's. Dein Vicky. Du, ich bin so allein. Hast du nicht Zeit für mich? Komm doch einen Sprung her, ich wohne im Hotel Europa. Ja, ich schenke dir auch was Schönes. Wir verbringen einen netten Abend, weißt du? Ja, ich komme. Bin schon da. Wenn eine Dame kommt, dann schicken Sie sie zu mir hinauf. Ja. Ich erwarte Besuch. Hm? Mein Name ist Reisbach. Dann eine Flasche Sekt. Mit zwei Gläsern schicken Sie auch hinauf. Hm? Und etwas zum Knappern. Ja, das bestellen Sie beim Zimmerkellner. Ne? Hm. Und um 10 Uhr hat sich's ausgeknappert, da muss die Dame raus. Denn wir sind ein anständiges Hotel. Was denken Sie denn von mir? Hm? Genau das. Florian? Ja. Lift? Ja. Bitte. Danke. Der dreht sich aber sehr geschwind, der Herr Knapperer. Ich bin dir wohl zu früh gekommen, du Schuft! Aber Elvira, Elfi. Also, das ist die Höhe! Du wohnst sogar zusammen mit dieser... Verbind ich mir! Und wenn es auch so wäre, ging es dich auch nicht an. Erlauben Sie mal, in was für eine Situation bringen Sie mich? Deshalb habe ich wohl die weite Reise gemacht, um dich mit einer zu finden, du elender Geselle. Elvira! Halt den Mund! Du wusstest genau, dass ich komme. Habe ich dir nicht telegrafiert? Aber ich bitte dich. Schweig! Machen Sie, dass Sie aus meinem Zimmer kommen. Ihr Zimmer? Diese offene Tür sagt ja alles, alles, alles! Aber ich bitte euch, Ruhe! Raus oder ich rufe die Polizei! Die Polizei? Ich komme auf Abruf! Nur mal! Karl? Karl, bist du's? Ja, ich bin's, der Flor. Du musst sofort raufkommen. Die beiden Damen, die streiten sich um den Professor. Gericht, das macht ja nichts, wenn es mich mit der Elvira zerkracht. Das war doch mein Plan. Das war doch meine Absicht. Nein, die bringen sich um. Muss die Fetzen bringen? Ja, da muss ich sofort hinauf. Jetzt geht's ums Ganze. Komm runter. Du sollst runterkommen. Musst du mal das Kommando übernehmen. Nicht einmal mein Bild stellst du, wenn du dich hier mit anderen Weibern vergnügst. Aber ich bitte dich, das habe ich ja doch für dich vorbereitet. Ich will es nicht. Ich will überhaupt nichts mehr von dir wissen. Aber dieser Person sage ich meine Meinung.
sind Sie ja. Ein Skandal, was man hier erlebt. Ja, was ist denn passiert, Fräulein Corelli? Wer hat die beiden Zimmer zusammengelegt? Dieses Weib ist ja eine Furie. Ich ziehe heute noch auf. Bitte, aber Fräulein Corelli, Fräulein Corelli, das können Sie mir doch nicht antun. Bitte entschuldigen. Sie ist mir nur so von selbst zugefallen. Du elender Gesindel! Halt den Mund! Da sind Sie ja! Sie! Sie stecken unter einer Decke mit ihm, Sie Leporello! Ich reiße wieder ab! Das ist ja Mut. Da, das geben Sie auch, dem Herzchen. Diese Suppe haben Sie mir eingebrockt. Wichtigmacherei, Verflixte. Ich hab satt. Ich zieh aus. Hört bitte, Herr Professor. Herr Professor! Bitte, Herr Professor, das können Sie mir doch nicht antun. Ich bin nicht ganz allein da auf der... Hallo, was ist denn da los? Was ist denn das für eine blöde... Wer? Reisbach? Frau kommt überhaupt nicht in Frage. Warten, bis ich komme. Mein Gott, sieht sowas beschrien. Herr Kutzner, mal. Aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich bin Frau Reisbach. Reisbach, Zimmer 419, vierter Stock. Aber warten Sie doch, bis der Lift und der Portier da ist. Danke, ich laufe. Zerreißen kennt man sie bei dem Geschäft. Mich hat schon zerrissen. Wo ist denn die Dame? Die ist noch auf. Ich hab doch gesagt, sie soll warten. Sie hat gesagt, sie wäre seine Frau. Aber das sagt ja jede. Das ist dieser Werbspieler. Jetzt haben wir meinen Ruck zerrissen. Die Naht ist mir aufgeschlagen. Bring mir wahrscheinlich ist der Zwirn. Ist der ja. Zwirn? Bring mir einen anderen. Bring mir den von Grasl. Bring mir. Von Grasl, ja. Unglaublich. Na, um 10 Uhr muss sie hinaus. Diese Surrogatin. Wir brauchen ein Zweibettzimmer. Ja, für wie lange denn? Nur für diese Nacht. Sind Sie mit der Dame verheiratet? Aber natürlich sind wir ein Ehepaar. Wo haben Sie den Trauschein, bitte? Trauschein habe ich keinen dabei. Tut mir leid, da können Sie bei uns nicht logieren. Denn wir sind ja kein Stück, wir sind doch ein hochanständiges Hotel, nicht wahr? Für eine Nacht, bei uns kennen wir schon. Bei uns nicht, wenn Sie woanders hingehen. Ja, Sie unverschämter Wicht, was muten Sie uns eigentlich zu? Bitte randalieren Sie nicht herum, sonst müsste ich die Polizei verständigen. Ja, sehe ich denn aus wie ein niederer Sinnenmensch? Nein, Theobald, das glaubt ja niemand von dir. Komm. Ich weiß nicht, wie ein niederer Sinnenmensch sieht er eigentlich nicht aus. Der? Ja, mit dem Bart da, nicht? Der Bart ist doch falsch. Was der? Das ist doch falsch. Sieh doch am ersten Blick, was so. Der falsch ist. Komm her, zieh mich da um. Ich komme auch gleich da auf. Ja. Und du hättest natürlich das Bärchen da raufgehen lassen. Du hast ja als Puppero, hast da raufgeschickt. Ja. Aber du hast ja nicht um einen Kreuz. Wo ist der Portier? Bitte? Wohnt hier ein gewisser Vogel? Ja, im vierten Stock. Specht heißt er. Fuzzili! Hast du jemand anders erwartet? Aber nein, aber wie kommst du denn darauf? No, deshalb? Ich will dich nicht stören. Ich habe nur etwas Wäsche und eine Krawatte mit. Im Pyjama kannst du doch nicht zum Scheidungsanwalt gehen, ne? So leicht trennst du dich also von mir, Du willst dich doch von mir trennen. Dann nehme ich es eben leicht. Oder? Ja, weißt du, Mauseli, ich habe eigentlich gewusst, dass du mir nachkommen wirst. So? Ja, und da habe ich das alles für dich vorbereitet. Ach. Ja.
Die Sache mit Freiburg und mit der Chorelle bringe ich. Bitte, ja, bitte melden Sie mich, Herr Reisbach. Was nun? Gefrüht? Bedauere, Herr Reisbach ist bereits besetzt. Wieso? Was wollen Sie damit sagen? Wer zuerst kommt, der malt zuerst. Er hat schon Damenbesuch. Oh, das ist ja lächerlich. Bitte verbinden Sie mich mit Herrn Reisbach. Dauert es nicht zu machen, er wünscht nicht gestört zu werden. Sie Herr, das ist doch sicher ein Irrtum. Ich irre mich nie. Nicht wahr? Guten Tag. Sie werden Sie nicht frech? Wenn Sie nicht, soll ich Sie vielleicht hinausbegleiten? Die Höhe. Die Höhe? Wollen Sie hinausbegleiten werden? Florian, bitte die Dame hinausbegleiten. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Was fällt Ihnen überhaupt ein? Was wollen Sie? Das ist eine Biskuin. Da kennt einer reinrupfen. Mir das. Deshalb bin ich hierher gekommen, mich extra so schön gemacht, das Rubinkoli. Wo ist mein Collier? Mein Collier ist weg. Fernandes. Signora. Mein Collier ist weg. Wo haben Signora das Schmuckstück zum letzten Mal getragen? Fragen Sie nicht so viel. Rufen Sie lieber den Portier. Den Portier. Den Portier. Bitte den Portier. Gestohlen, aber wo? Aber es ist ausgeschlossen, bei uns wird nichts gestohlen. Was? 100.000? 100.000 ist gut. Das ist mal. Ich komme sofort, ich fliege. Können 100.000 ist gut, ist das schon, Dings wird das Kohle mit der Rubinkohle, was ihr geputzt, gestohlen. Adjutant, komm, ja. Herr, du verdrehst mit dem Weg. Fliegen, das ist Mama. Sie sehen, ich bin der Rezeps. Ich wollte mich. Die sind, kann sich doch gar kein Dieb aufhalten. Gibt ihm der Vorbruder. Warte. Signora haben das Collier bestimmt nicht zurückgebracht. Aber ich bin doch nicht blöd. Ich habe hier erst vor 5 Minuten noch rumgehabt. Oder auf der Treppe. Auf der Treppe? Ja. Na, da kann es ja schon jemand gefunden haben. Und das ist ja ein Skandal hier. Ruhe, nur die Ruhe kann es machen. Bitte. Wer sucht, der findet. Ja, wir finden es eben nicht. Die Signora hat das Schmuckstück bestimmt im Zimmer dieses Herrn Professor Freiburg verloren. Beim Freiburg? Bitte, dann gehen wir hinauf zum Freiburg. Wenn die Herrschaften suchen wollen, ich habe noch eine Mission zu erledigen. Unmoral, lass ich nicht einreißen. Chocolum, Joachim. Das gute Ruf ist ein zweites Pflanzerl. Ich will doch hören. Das kennen wir schon. Was können wir hier? Sehr gut. Wer ist da? Ich. Was wollen Sie? Melden, dass es 10 Uhr ist. Fahren Sie zum Teufel, ich habe Sie doch nicht gefragt, wie spät es ist. Die Dame muss raus, muss sofort heraus. Ja, erlauben Sie. Nein, eben nicht. Die Dame ist meine Frau. Was, jetzt ist sie, erst waren Sie Entscheidung und jetzt wäre sie wiederum Ihre Frau. Und überhaupt, Sie befinden sich hier in einem Einbettzimmer. Nicht wahr? Ich warte 5 Minuten draußen. Und wenn Sie bis dahin nicht heraus sind, sind alle 2... Was ein bisschen verständig, die Polizei. Das habe ich nötig gehabt. Daran bist nur du schuld. Am Ende holt er wirklich die Polizei. Und wir haben doch keinen Ausweis. Also der soll an mich denken. Dem werde ich es zeigen. Natürlich, damit du mich noch mehr blamierst. Ich bitte dich, steh schon auf und zieh dich an. Mit dem Lärm da draußen ist nicht zu spaßen. Senor. Kalt, kalt. Mein Herz ist kalt und leer, Fernandes. Was denn schaut ihr, dass ihr weiterkommt? Fernandes, ich habe heute viel verloren. Nichts, Senora. Was sich nicht ersetzen ließ. Soll ich die Polizei? Nein, nein. Ich brauche Ruhe und etwas Trost, Fernandes. Senora. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie so zärtliche Augen haben, Fernandes. Und du bürgst mir mit deinem Kopf. Mit dem Kopf? Mit dem Kopf, so ist es. Ich will, dass niemand fortgeht. Alle Türen zusperren, alle Gäste. Hier in die Halle. Jawohl, Herr Chef. Ich schimpf ab. Niemand verlässt das Hotel. Halt! Moment.
Halt! Sie bleiben hier. Was wollen Sie denn? Sie haben uns doch hinausgeworfen. Nein, nur die Dame. Aber Sie haben sich durch diese große Eile verdächtig gemacht. Geben Sie sofort das Schmuckstück heraus. Was für ein Schmuck? Spielen Sie mir keine Komödie vor, geben Sie das Schmuckstück her. Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie uns gehen. Ich werde die Polizei verständigen. Polizei? Bin ich? Ich höre Polizei, Herr Gschwandner. Jawohl, jawohl. Ich habe den glücklichen Finder von den Rubinkuli. Also ich verbitte mir das, ja? Ich bin Diplomkaufmann. Professor Dr. Scherklerk, Sie müssen unseren Herrn Gschwandner verstehen. Auf seinen Schultern lastet die ganze Verantwortung. Mir lasst doch alles. Entschuldigen Sie, dass ich mich einmische. Bitte. Mein Vorschlag wäre, die Herrschaften lassen sich ruhig untersuchen und können dann selbstverständlich passieren. Also meinetwegen, alles nur deine Schuld. Meine? Ja. Bin ich von daheim weggelaufen? Darf ich bitten? Wenn nichts passiert, können Sie passieren. Oha. Pardon. Kommen Sie, Sophie. Ja. Bleibe ich mit der Station vorne und bei der Dame. Wollen Sie oder soll ich? Nein, es ist mir lieber, wenn Sie. Bitte? Ist mir sehr peinlich, aber es ist ja bald geschafft. Bitte? Na, finden Sie etwas? Bei der Dame ist nichts zu finden. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ein Blick aus Ihren Augen genügt einem Charakterologen, nee, Frau, um ihn zu überzeugen. Da ist nichts drin. Und vielleicht haben Sie dieses Collier oben auf dem Zimmer. Oder in einem anderen Zimmer? Beim Komplizen? Bei den Komplizen? Ist mir möglich, dass ich bei den Komplizen. Also jedenfalls, Sie bleiben so lange hier, bis das Collier gefunden worden ist. Das ist doch unnötig. Jetzt ist aber genug. Ich verbitte mir das. Hallo, aufwachen. Aber was doch kein Skandal, Liebling. Haben Sie das gelesen? Diese Bekanntmachung klebt seit gestern an allen Liedfasssäulen. Ja, ist mir nicht aufgefallen, ob nichts bemerkt. Der internationale Hotel die Bahn Pavlovich treibt wieder sein Unwesen bei uns. Auf seine Ergreifung ist eine Prämie von 5.000 Mark ausgesetzt. Der hat leider gar keine Ähnlichkeit mit dem da drin, den ich da hob. Aber internationale Hotelliebe pflegen sich oft unkenntlich zu machen. Moment. Glauben Sie? Ich weiß das doch. Darf man fragen, worum es sich handelt? Bitte, meine Herren. Der gute Ruf des Hotels steht auf dem Spiel. Wir müssen alles versuchen, wir werden mir die größte Mühe geben, nicht mehr, und die Sache unter uns ausmachen zu können. Ohne Zuziehung der Polizei. Ja? Wir müssen mal sämtliche Zimmer durchsuchen. Sie haben dabei behilflich. Meine Herrschaften! Und wer den Versuch macht, das Hotel zu verlassen, der macht sich verdächtig. Bitte darf ich nachfragen. Bitte nicht, nein, die Sache muss äußerst diskret behandelt werden. Ich sage nur, Pavlovich. Nein, ich verweigere hier. Ist doch nur eine Schönheitspackung. Was? Eine Schönheitspackung. Das Herr herunter mit dem Verputz. Mit ganzen Verputz herunter und in die Halle! Tschüss! Nichts für ungut, schöne Maske. Hallo! Aufwachen! Meine Brieftasche ist weg! Hallo! Das Armband von meiner Frau ist gestohlen worden! Aufmachen! Er badet jetzt, der Herr. In diese Zeit? Ein alter Trick. So. Das Versteck in der Badewanne. Ja. No! Was wollen Sie denn? Nein, ich muss nur nachschauen, ob das Wasser nicht zu warm ist. Da hat sich vorhin jemand beschwert. Sind Sie wahnsinnig? Was ist das für Geschichten? Mein Gott, baden Sie ruhig weiter. Du hast es nicht, denn draufsetzen kann er sich ja nicht. Das wollte er ja nicht aus. Meine Herrschaften, bitte. Es ist mir sehr peinlich, aber ich werde die Untersuchung sehr diskret durchführen. Bitte schön,
Ziehen Sie sich alle aus. Der Karl hat alle anreden lassen, damit sie durchsucht werden. Das ist doch großartig. Bitte, Herr. Ich glaube, das habe ich schon sehr nahe gekommen. Mein Plan geht dahin. Schweigen Sie! Sie mit Ihrer verdammten Schafslurei da. Meine Herrschaft, ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung wegen dieser Störung. Aber wollen Sie bitte Ihre Zimmer wieder aufsuchen? Es ist nichts passiert. Das Missverständnis eines dummen Angestellten. Aber seien Sie versichert, der Mann wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Ich wollte jedes Aufsehen vermeiden. Vermeiden. Sie haben das ganze Aufsehen erst gemacht Herr hier. Herr Schwandner, der sucht das Collier und das, was am nächsten Weg das sieht er nicht. Na ja, wenn der Auerhahn bald ist, wird er blind. Wir titeln ihn schon einen Auerhahn ab. Suchen Sie doch das Collier bei der Theatergredel, die er da versteckt hat. Vielleicht hat ihn die... Was denn? Sie haben eine Frauensperson hier versteckt? Also bitte kommen Sie. Hallo, Sie Fräulein. Untersuchen Sie bitte diesen eingeschmuggelten Gast hier. Also kommen Sie mit mir, Fräulein. Sie dürfen nun auch nicht beleidigt sein, wenn wir Ihr Zimmer und Sie ein bisschen untersuchen. Bitte von Ihnen. Das ist eine reine Formalität. Selbstverständlich. Bitte, Herr. Wem gehört denn dieser Pelz? Bitte, der gehört Senora del Bastos. Ich habe ihn ausgeborgt für meinen Schützling. Wer ist denn das überhaupt? Das ist ja meine Privatangelegenheit. Nein, verzeiht, das geht Sie doch gar nichts an. Was? Sie, ich werde Ihnen mal etwas sagen. Verlassen Sie samt Ihrer Dame sofort dieses Haus. Ich habe endlich genug von Ihnen. Packen Sie Ihre Sachen, Sie sind entlassen. Ich habe nichts gefunden. Ich habe ja auch nichts gestohlen. Sieh's doch. So ist es. Das lassen wir uns nicht bieten. Wir gehen. Herr Karl, ich hab's doch nicht so böse gemeint. Machen Sie sich keinen Kummer. Ein Portier von Ihren Fähigkeiten findet 10 Stellungen auf einmal. Liebe Herr Schwanten. Was machen Sie denn, Herr Professor? Ich helfe Ihnen packen. Nein, danke, das machen wir ja. Nur damit Sie nicht zu all Ihrem Kummer auch noch die Mühe haben. Ist ein guter Mensch, wirklich. Solche Leute finden wir ja heutzutage selten. Verzeihen Sie nur meinen Anruf zu so später Stunde. Aber ich hörte soeben von Ihrem Missgeschick mit dem Collier. Soll ich vielleicht die Polizei... Zum Teufel, lassen Sie mich mit dem blöden Collier in Ruhe. Stören Sie uns nicht, bitte. Was ist denn los? Ja. Servus. Was ist denn? Ich weiß ja eh noch was. Passt mir auf meinen Kanarienvogel auf, ja? Darf mir ein Peterl, ich hol mir so in 2-3 Tagen, bis ich was gefunden habe. Bis ich wusste was. Herr Quarl, geht's? Kann man nichts machen, ne? Besorgen Sie eine Taxe. Nein, danke, ich glaube, mein Koffer tut mir leid. Ich habe eine ausgezeichnete neue Stellung für Sie. Bringe Sie gleich im Wagen hin und unseren kleinen Schützling auch. Und Sie haben drinnen noch etwas zu ordnen. Lieber Haus, ich kann nicht ohne dem Hotel leben. Komm. Hallo. Lass es uns gehen. Hallo. Guten Tag. Ich brauche 2 Zimmer für mich und für die Dame. Sie sind doch entlassen. Ja, als Portier, nicht wahr? Als Privatmensch kann ich logieren, wo ich will. Bedauere, wir sind voll besetzt. Ist nicht richtig, ist Nummer 116 und 117 ist noch frei. Und wenn Sie mir es nicht geben, so mache ich die Anzeige bei der Polizei. Wegen Verweigerung eines Quartiers. Na. Bitte, ich bezahle auch im Voraus, wenn es verlangt wird. Also gut, wenn Sie es durchaus darauf bestehen. Ja. Hier, bitte 116 und 117 für den Herrn. Ja, das finde ich großartig von dir. Das imponiert mir gerade. Nicht so vorlaut. Hier nehme ich mein Gepäck. Ja? Na was denn? Tragen Sie doch den Koffer aufs Zimmer? Sind Sie so bequem? Wo haben Sie das Hotelfach gelernt? Ach,
Ach, Herr Karl, ich bin so unglücklich. Was denn, was? Meinetwegen was? Haben Sie solche Ungelegenheiten. Aber wo ist es nicht der Rede wert? Und wer A sagt, der muss auch B sagen. So, bitte. Aufsperren, aufsperren. Also, schlafen Sie gut und morgen werden wir schon sehen wieder, ne? Danke. Was machen Sie denn, Herr Professor? Ich wollte nur mal mit Ihnen sprechen, wie ich Ihnen helfen kann. Ja, aber momentan. Nicht, ich bin so müde. Sie müssen schon entschuldigen. Ich weiß nicht. Ich bin ganz kaputt. Hat der Herr noch vielleicht irgendeinen Wunsch? Gar nichts, wenn ich gut schlafen will. Das ist danke, Herr Professor. Oh, bitte ja, schön. Aber selbstverständlich. Liebe, was Sie mir gemacht haben. So. Und gleich gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, mein Gott. Entrez. Ja, was machen Sie denn hier? Raus aus dem Bett, aber sofort! Kennt Sie, Trampel, ich bin Hotelgast. Ich möchte ein Frühstück, komplett. Und die Dame auf Nummer 117, dasselbe. Bestellungen nimmt der Zimmerkellner entgegen. Sie geben sich keine frechen Antworten, sonst werde ich mich beschweren. Ja, sind Sie Seifert? Hier spricht Herr Schwandner. Möchten Sie sich einen Moment zu mir heraufbemühen? Was fällt Ihnen ein? Das ist doch eine Unverschämtheit. Ich möchte ja mehr Höflichkeit bitten. Ja. Ich habe eine Beschwerde vorzubringen. Das Stuhlmädchen, die Sophie, war keck mit mir. Und jetzt bitte verbinden Sie mich mit dem Hausknecht, mit dem Hausdiener, mit dem Florian. Hier. Na, das dauert. Es ist ein langweiliger Patron, dieser Seifert. Furchtbar. Florian? Hier. Das ist nur ein Auftrag. Der Salonrock, den ich gestern als Portier angehabt habe, der ist so zerrissen, nämlich ich bin da hängen, auseinander. Das möchte ich reparieren. Bring ihm herauf, und ich werde das richten, weil ich will das nicht haben, dass man mir im Hotel etwas nachsagt. So ist es. Und jetzt verbinde mich mit 117. Ja, hallo? Ach, Sie sind's, Herr Karl. Guten Morgen. Muss ich schon aufstehen? Morgen, mein Lieber. Na, gut geschlafen? Ja, man sieht es ja. Ich bin mir so gleich. Da ist dein Rock. Was heißt du hast? Du hast deinen Rock. Du, ich möchte dir, Verzeihung, ja. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Draußen warten, bis ich komme. Jeder Zoll ein Herr. Sie sind viel zu schade zum Portier. Das ist ein Riss. Zum Glück ist nur getrennt. Das? Und da. Das ist Maria. Wieso kommt denn das Collier? Das Rubin-Collier? Das Collier? Wie kommen Sie denn zu dem Schmuck? Ich weiß ja nicht. Der hat mir, na sowas. Der Freiburg hat mir das gegeben, aber so mit dem Fuß so hingestoßen, das soll der Elvira geben. Ich hab nicht dran gedacht. Ich hab da keine Idee. Da haben Sie das ganze Hotel auf den Kopf gestellt? Unschuldige Menschen verdächtigt? Ihrer Haut möchte ich aber wirklich nicht stecken. Das muss ich machen, so Gott, ist mir das wieder. Der Diebstahlverdacht fällt doch natürlich auf Sie. Das war die Geschichte mit dem Pilz. Ja, und jetzt das Schmuckstück. So viel Vergesslichkeit kann Ihnen doch gar keiner glauben. Hey, was macht man denn? Was? Man was denn? Müsste, was glauben Sie? Was denn? Man müsste versuchen, das Schmuckstück der Senora ins Zimmer zu schmuggeln, so dass sie glaubt, sie selbst hat es verlegt. Das ist ja... Ich kann da nicht in das Zimmer und das gefällt mir... Soll ich es für Sie tun? Wenn Sie es machen?
Möchten Sie das Risiko... Selbstverständlich. Ich bitte lieber, gerne aus der Herr Professor, wenn Sie mir das noch machen möchten, das eine Mal. Ich stehe so in Ihrer Schuld, aber ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie mich... Doch nicht der Rede wert. Dankbar. Kinder, na sowas. Wo ist denn das Mädchen? Also mit dem Koffer. Gut, wo steckt denn das wieder? Alles hat... Was? Kinder? Wieso? Der hat ja... Meine... Na, sowas! Resbach. Ludwig Resbach, die Blum. Da hat ja der Schirk. Dieser... Hallo, Florian! Meine, gut, dass du da bist. Du hast ja gesagt, ich soll warten. Weil ich gewusst habe, dass ich die brauchen werde. Ist der Professor da? Der ist in seinem Zimmer drüben. Komm, komm. Was ist los? Komm, ey! Bin ich was? Da wirst du schauen. Was ist hier zu machen? Schau, was ist los? Was sagst du? Es hat alles der Schirk Jörg gestohlen. Schaut aus wie eine Juweliergeschichte. Bitte, das musst du dir anschauen. Du musst nur ganz am Wasser runterrutschen aus den Brieftaschen. Da, schau, da, schau, da, bitte. Ja. Von Dings, die Brieftaschen von Reisberg, von den Lauern, von den Langhaxen. Na, was sagst du jetzt denn? Du, Karl, pass mal auf. Ich bin zwar nicht der Gescheiteste. Nicht direkt, ne? Was wissen Sie? Aber der Dümmste bin ich auch nicht. Na gut. Na, und der Professor, der Scherr Klerk, das ist für mich der größte Idiot. So, was ist denn? Ne? Ja, also, wenn der die Sache in deinen Koffer packt hat, dann hat er doch eigentlich damit rechnen müssen, dass du den Koffer mal aufmachst. Oder nicht? Oder nicht damit rechnen können? Eben. Na, wer ja doch den annehmen erkennen, dass ich zurückkomme. Verstehst du das nicht? Und den Koffer, den hätte er mal weggenommen. Ja, und jetzt? Was denn jetzt? Jetzt muss ich ihn durch irgendeine Sache zwingen, dass er den Schmuck aus meinem Koffer herausbringt, dass er herauszieht. Und dann habe ich ihn, dann sitzt er in der Falle. Dann sitzt er in der Denken. Ja, wie willst du denn das anfangen? Du bist kein scharfer Denker, Florian. Du musst sagen, geh raus und schau auf jeden Fall, das wird Hauptsache, dass der Scherz Dirk nicht davon rennt, denn er hat doch das Collier, das Wertvolle. Hast du das? Das Collier habe ich nicht. Nein, ob du das behalten hast, im Kopf, ob du das... Na, freilich, ach, ist doch klar, okay. He? Herr Amt! Alle ist aufgestellt. Jetzt hole ich die Maus. Soll man nicht lieber die Polizei holen? Schon gemacht. Du gehst runter, wenn die Polizisten kommen, verständigst mich. Jawohl. Gut. Ja, sofort. Ein Moment. Na, was gibt's denn? Ich wollte nur fragen, hat die Senora das Schmuckstück schon? Ja, ist alles in Ordnung. Übrigens, du reizende Frau. Will ich jetzt ein paar Blumen besorgen? Orchideen. Jeder Zoll ein Kavalier. Und sie hat es gar nicht bemerkt. Ah. Das müssen Sie mir dann erzählen. Ja, später, ausführlich. Ja, ja. Ich bin jetzt nämlich nicht in meinem Zimmer. Ah. Ja. Ich bin wieder Portier geworden. Ah, ja. Wohl nicht möglich. Einen Moment. Ja, ich werde diese Sache sofort auf den Grund gehen. Mir ist meine Brieftasche weggekommen. Mein Geld ist weg. Meine Perlennadel. Der Ring fehlt. Großartig, Herr Professor. Ja. Nicht sowas. Nun hat die Senora tatsächlich nichts bemerkt. Das ist interessant. Ach. Wie haben Sie das gemacht? Ja, mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Indem Sie mich jetzt bald gehen lassen. Ich hab's eilig, die Blumen. Ja, bitte. Zeit lassen. Ja, also bitte, will ich Sie nicht länger aufhalten. Gehen Sie zu Ihren Blumen. Bitte schön, Herr Professor. Wiedersehen. Warum habe ich ihn auch besucht? Danke, ja. Das ist sehr nett von Ihnen. Sie machen mir es wirklich bequem. Ja, Dienst am Kunden.
zum Ostbahnhof. Nein, Pavlovich, ins Gefängnis. Und zwar auf längere Zeit. Scheiße, das ist schön, aber zu scheiße. Ist ein bisschen blöd. Hol der Lump. Meine Herrschaften, ich bitte Sie einen Augenblick. Ich bin doch mit der Polizei schon in Verbindung. Hallo, bitte, soll das Polizeikommissariat. Ja, kann ich den Herrn Grimial ansprechen? Aber Sie bitte, wenn ich bitte, was. Meine Herrschaften, alles in Ordnung, alles zustande gebracht. Bitte holen Sie Ihre Sachen von der Polizei ab. Was? Eben habe ich ihr den Pavlovich übergeben. Was? Jawohl. Das ist ja gut, aber das ist ja was. Da sind wir wirklich zu Dank verpflichtet. Sehr gut. Ich wollte Ihnen noch eins sagen, Herr Seifert. Der ganze Rummel gestern Abend war von mir in Szene gesetzt. Ach. Jawohl, nicht wahr? Und dieser Gauner ist mir natürlich richtig in die Falle gegangen. Das wollte ja, ich nicht lieber Geschwander, wenn das so ist, dann, na, dann nehme ich die Entlassung wieder zurück. Das weiß ich nicht. Das muss ich mir noch sehr überlegen, Herr Seifert. Wald? Das muss ich noch was sagen. Und ihr habt gehört, dass Sie mich nicht ungern. Yes! Den Reisbach, den mache ich noch eingesperrt, den muss ich doch herauslassen. Guten Morgen. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Morgen! Bitte aufstehen, aufstehen! Sie müssen auf die Polizei! Polizei? Sie brauchen nicht erschrecken. Sie müssen aber Ihre Brieftaschen abholen und den Schmuck. Ist alles dort. Den Garner haben wir erwischt. Stellen Sie sich vor, meine Frau. Pavlovich heißt er. Wir haben ihn erwischt. Muss man bei der Herrschaft noch vielmals entschuldigen. Ja, aber nichts entschuldigen, mein lieber Herr. Schwandner. Es war wirklich sehr nett hier. Und eine Ehe haben Sie auch gerettet. Wo ist Marie-Christine? Ich war in Ihrem Zimmer, aber es ist leer. Weil wir jetzt standesgemäß wohnen, nicht wahr? Und nachdem Sie sich ja sowieso nicht engagieren? Ich will Sie engagieren. Sie wollen Sie engagieren? Das ist ja wieder ganz voll. Rudi! Rudi! Das ist ein blöd. Herr Christoph? Ja? Sind Sie schon angezogen? Ja. Da hat denn jemand etwas Dringendes zu sagen. Verzeihen Sie bitte, wenn ich da so hereinplatze, aber... Bitte. Ich möchte einen Vertrag mit Ihnen abschließen. Ja, halten Sie mich denn für begabt? Für sehr begabt. Das heißt, sollen Sie auch erste Liebhaberin bei mir werden? Nein, wirklich? Ja, wirklich. Aber nicht nur für ein kurzes Bühnenjahr, sondern für ein langes Leben. So eine kleine Frau wie dich habe ich schon lange gesucht. Mit einem warmen, begeisterten Herzen fürs Theater, aber mit nicht zu viel Talent dafür. Ich möchte nämlich gern meine Frau für mich alleine haben. Bitte, bitte verzeihen Sie die Störung. Aber ich möchte die Herrschaften recht herzlich bitten, nicht auszuziehen. Wir denken gar nicht dran. Sie sehen ja doch. Ja, also, ja, natürlich, wenn jemand beim Abendessen zusammensitzt, das ist nichts dabei. Aber wenn es beim Frühstück zusammensitzen, du... Gratuliere! Nun aber raus! Gratuliere! Ja. Schließlich ist das ja mein Werk. Gut. Das ist klein, bitte. Nein. Da hat er ja eigentlich recht. Also, Herr Schwandner, das ist wirklich nett, wie Sie das gemacht haben. Na ja, ich habe nämlich sofort gewusst, wie er bei der Tür hereingekommen ist, der Herr Pavlovich. Aber ich wusste, das ist er, der langgesuchte Gauner. Ich hätte mir ja gleich Kopf nehmen lassen können, aber doch nein, ich wollte lieber. Ich wollte ihn auf frischer Tat ertappen. Nur und ich habe ihn ertappt. Bravo, bravo, das haben Sie großartig gemacht. Also, gar nicht mehr beigetan. Nein, mein lieben Gastgeber, jetzt trinken wir mal auf die Jugend. Sehr gut. Und jetzt habe ich noch eine Mission. Bitte mich einen Moment zu entschuldigen. Aha, entschuldige mich, der Franz. Professor Waldi, bitte. Wo alles liebt, kann Karl allein nicht hassen. Ja, Karl, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mich Sie freut. Das ist doch der schönste Tag Ihres Lebens. Noch nicht ganz. Ich muss Ihnen nämlich sagen... Herr Karl! Ich kann er wieder nichts sagen. Komm gleich, bitte. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, ob Sie Portier bleiben wollen. Nein, ich habe von der Ergreiferprämie ein paar Anteilsscheine gekauft und bin jetzt sozusagen Mitinhaber
vom Hotel Europa. Allerdings ganz ein kleiner, ne? Herr Kollege, und was ist dann Ihre Beschäftigung bei uns jetzt? Hm? Ja, dasselbe wie bisher. Kommissionär. Ich bin nämlich drauf gekommen, ich will gar nicht der liebe Herrgott sein. Ich will das bleiben, was ich bis jetzt war. Ein Mensch unter Menschen.